Okay. Da ist noch. Wir gehen mal einmal zurück. Die unklare Verbindung zwischen dem Major und dem Lösegeld ist nun geklärt. Der Major wurde erpresst. Die Briefe wurden nicht durch seine Hand verfasst. Der Grund für die Erpressung des Majors ist allerdings immer noch ein Mysterium. Zwei Erpressungsfälle unter einem Dach. Diese Tatsache wirft Fragen über die Verbindung der beiden Fälle auf. Das Geheimnis des Majors lässt sich anhand des Briefes nur schwer erahnen. Nun muss ich nicht nur einen Erpresser, sondern auch einen Mörder und seine Waffe aufspüren. Solange ich dem korrekten Verfahren folge, werde ich sie alle jedoch schon sehr bald aufspüren können. Ich sollte mich zurückziehen. Dieser Raum hat mir bereits genug neue Einblicke in die Leben der Madame und des Majors ermöglicht. Ich wurde darum gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass Lady Van den Bosch in ihr Zimmer zurückgekehrt ist. Okay. Und nicht mehr gestört werden will, Detective Poirot. Überhaupt nicht. Merci. Die Madame ist wahrlich eine Meisterin der feinen Andeutungen. Aber der richtig feinen. Das waren nicht die exakten Worte der Madame. Aber ich bin sicher, dass Sie sich das bereits gedacht haben. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, ich habe noch einige Aufgaben zu erledigen, die in der Vorratskammer auf mich warten. Okay, da folgen wir mal. Und ab. Vielleicht sollte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich ungestört im Obergeschoss umzusehen. Es gibt da einen Raum, für den ich mich ganz besonders interessiere. Ich sollte den Lagerraum untersuchen, solange ich die seltene Gelegenheit dazu habe. Ja, was denn? Oben oder unten? Was sollen wir denn machen? Gar nichts. Okay. Aber wir sind ja im Obergeschoss gerade. Wir können hier zu Cassandras Schlafzimmer. Also können wir sie stören? Achso, für meine Akte. Was ist denn hier gewesen? Das Schlafzimmer, das hieß der Lagerraum. Okay, dann gehen wir mal kurz zum Lagerraum. Oh, hier ist ein Teleskop. Die Sterne zu beobachten ist wirklich ein ungemein unkompliziertes Vergnügen. Ich könnte jeden wachen Augenblick damit verbringen, mehr über die Abenteuer der Charaktere in diesen Büchern zu erfahren. Ein Gemälde eines majestätischen Berges, dessen Spitze die Wolken durchstößt. Die vielen Details in diesem Bild sind wirklich beeindruckend. Ein Gemälde einer wunderschönen Waldszenerie. Der Künstler hat die Atmosphäre des Waldes wirklich perfekt einfangen können. Aha. Ein Gemälde eines Bootes, das über den weiten Ozean hinweg segelt. Der Künstler ist offensichtlich sehr talentiert. In der vielseitigen Kunstsammlung von Madame Van den Bosch befinden sich einige spektakuläre Stücke. So, wir könnten da reingehen. Ich mach's aber noch nicht, weil sie will ja gerade nicht gestört werden. Ne? Wir gehen mal in den Lagerraum. Ein Kinderspielzeug. Eine Sammlung von Kinderspielzeugen. Es ist eine Schande, dass sie hier weggesperrt wurden und so niemandem mehr Freude bereiten können. Da sie in einem Lagerraum aufbewahrt worden sind, befinden sich alle noch in fast perfektem Zustand. Meine erste Vermutung ist, dass sie Mademoiselle Angeline gehören. Ein einsames Bilderbuch, dem Zustand des Rückens und der Seiten nach zu urteilen, wurde es wohl zu seiner Zeit viele Male gelesen. Ich mag vielleicht nicht die Zielgruppe dafür sein, doch soweit ich weiß, ist es sehr beliebt bei seinem jüngeren Publikum. Für die wahre Dame des Hauses, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mit ansehen zu dürfen, wie du zu einer wohlerzogenen jungen Dame heranwächst, hat mir mehr bedeutet, als Worte hier beschreiben könnten. In Liebe, dein Felix. Nee, hat er nicht, ne? Macht er nicht sowas. Sowas macht er nicht, ne? Glaube ich nicht, dass er sowas macht. Nee. Ich denke mal nicht, dass er irgendwelche Gefühle hegte, oder? So von wegen die jüngere Madame. Ich hätte nicht erwartet, dass ausgerechnet Monsieur Hagen eine solch herzliche Nachricht verfassen würde und obendrein noch für Mademoiselle Angeline. Ist das wirklich eine normale Widmung für einen Freund der Familie? Oder für einen Vater?
Neue Gedankenkarte freigeschaltet. Niemand will mir eine klare Antwort zum Major geben. Ich weiß, dass er schon viele Jahre mit Madame van den Bosch befreundet war, doch ich muss klarstellen, ob ihre Beziehung dort ihr Ende fand oder nicht. Eieiei, eine Verknüppelung haben wir. Wohnte schon sehr lange, hängt am Major. Wir müssen wieder die Fragestellung zusammengreifen, ne? Und kein Grund. Hier haben wir was Neues. Angeline und Cassandra, warum würde der Major ein solches Foto verstecken? Und der Viscount ist rausgerissen. Nicht verschickter Brief. Okay, zerrissene Umschläge, das kommt bestimmt später vielleicht. Waren sie derselben Natur? Große Summe Geld. Warum hat er eine so große Summe Geld geliehen? Naja, weil er die Schulden bezahlen wollte, beziehungsweise die Erpressung. Er war verzweifelt. Spiel sagen. Ich frage mich, wie viel wohl überhaupt damit gespielt worden ist. Antiquitäten. Sie erinnern mich an diese Spielsachen, die ich in jungen Jahren selbst besessen habe. Okay, passendes Geschenk. Diese Geschichte über das Erwachsenwerden ist ein passendes Geschenk für jede junge Dame, die gerne liest. Oh Gott, kann ich dir gerade... Also, Publisher ist hier Microids, ist das auf alle Fälle. Die auch im Adventure-Genre sehr oft viel unterwegs sind. Unter anderem auch Cyberia machen. Übrigens, da ist bald soweit mit Cyberia. Nur mal so als Vorwarnung. Wie es scheint, hat nur Angeline die Vorteile seiner warmherzigen Seite genießen können. Weil es die Tochter war. Es war die Tochter. Okay, der Major ist unschuldig, das haben wir. Eine Verbindung. Entgegengesetzte Meinung. Ich kann einfach keine logischen Zusammenhänge. Ich probiere es jetzt nur zu triggern gerade wieder, die Geschichte. Denn ich sehe hier keinen Anhaltspunkt. Warum würde der Major ein solches Foto verstecken? Wohnte schon sehr lange. Hatte Gefühle für... okay. Ich darf mich keinem Impuls hingeben. Nee, das nicht. Eins brauchen wir noch. Ich probiere es einfach mal wahllos. Das wird mich nicht näher an mein Ziel. So, was meldet er jetzt? Das hat doch gar keinen Bezug. War Felix verzweifelt, als er sich den Bedingungen gebeugt hatte? Stand der Familie schon seit vielen Jahren sehr nah. Das wäre ich. Ich hatte das zwar im Blick, aber dachte mir, was hat ein Major Wunsch schon sehr lange bei der Familie mit hohem Zinssatz zu tun? Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Rein von der Geometrie her hätte ich es zwar genommen, weil die übereinander stehen, weil wir haben ja mitbekommen, es sind meistens immer geometrische Verbindungen, die hier zustande kommen. Es scheint, als hätte der Major schon viele Jahre lang ein komfortables Leben im Haus van den Bosch führen können. So, und wir müssen mit Angeline sprechen, um die Untersuchung voranschreiten zu lassen. Das heißt, wir müssen hier wieder weg. Pass auf, die steht draußen vor der Tür, wollen wir wetten? Hier ist nichts weiter drin, okay. Oder auch nicht. Okay, dann werden wir nochmal mit Cassandra sprechen. Mit der Dame des Hauses. Jetzt können wir nach unten gehen. Ui, eine Büste. Madame van den Boschs Kunstsammlung beschränkt sich augenscheinlich nicht nur auf Gemälde. Ein Kamin. Aha. Ein loderndes Feuer. Ich könnte Stunden... Ja, okay, das ist der Standardspruch für den Kamin. Eine Schubslade. Hier scheint es nichts von Interesse zu geben. Parfum.
Diese Parfümflaschen sehen äußerst teuer aus. Ich sollte sie mit größter Vorsicht behandeln. Der gefallene Schnee hat das umliegende Gelände in eine wunderschöne weiße Decke gehüllt. Auch der Standardspruch, den wir schon ein paar Mal gehört bzw. gelesen haben. Gut, es scheint hier nichts weiter zu sein, also reden wir mit Cassandra, die nichts zu sagen hat. Was glauben Sie bitte, was Sie hier tun, Detective Poirot? Es gibt etwas, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Ich hoffe doch sehr, dass diese Angelegenheit wichtig genug ist, um das Eindringen in mein Schlafzimmer zu entschuldigen. Das ist sie in der Tat. Ich verspreche es Ihnen. Gut. Das alles zieht sich schon viel zu lange hin. Wir sind hier eingeschneit, während ein Mörder in meinen Hallen Amok läuft. Vor allem Amok, ne? Ich kann Ihre Frustration durchaus verstehen. Doch es ist nicht ganz so einfach. Einst waren Sie ein sehr inkompetenter Officer. Und jetzt scheinen Sie es zu einem inkompetenten Detective gebracht zu haben. Oh, ich mag die nicht. Wenn man mich nicht auf Schritt und Tritt belogen und getäuscht hätte, dann würde sich der Mörder nun vielleicht bereits in Gewahrsam befinden. Ich hoffe doch sehr, dass Sie nicht andeuten, ich hätte etwas mit dem Mord an Felix zu tun gehabt. Ich will andeuten, dass wir uns in einer sehr anderen Situation befinden würden, wenn mir jeder die Unterstützung gewährt hätte, die mir zu Beginn versprochen worden war. Wenn Sie mich etwas fragen wollen, dann schlage ich vor, dass Sie es endlich hinter sich bringen. Mir war nicht bewusst, dass der Major Ihrer Tochter so nahe gestanden hat. Unsere Freundschaft reichte noch zur Zeit vor Angelines Geburt zurück. Er war während ihrer jungen Jahre oft zu Besuch im Haus. Er ist der Vater. Und wo haben Sie beide sich getroffen? Ich war Gast bei einer Veranstaltung. Felix nahm als aktiver Offizier teil. Wir kamen ins Gespräch. Also hatte der Vicomte nichts mit dem Treffen zu tun? Ich brauchte meinen Ehemann nicht, um für mich ein Gespräch zu beginnen. Sie haben es also in die Wege geleitet? Herrje, Detective. Ihre wilde Fantasie hat Sie anscheinend auf sehr seltsame Pfade geführt. Die Madame versucht, mich von einem Thema abzubringen, bei dessen Besprechung sie sich ganz offensichtlich nicht sonderlich wohlzufühlen scheint. Der verstorbene Vicomte und der Major waren dann aber doch sicherlich Freunde. Vor Angelines Geburt verbrachte Edwin viel Zeit auf Geschäftsreisen. Felix war eine willkommene Ablenkung von der Einsamkeit, die man manchmal im Haus verspüren konnte. Knickknack, ja. Sie waren alleine im Haus? Ausgenommen von unserem Personal natürlich. Doch eine gehobene und kultivierte Unterhaltung mit ihnen zu führen, war stets ein Ding der Unmöglichkeit. Ach so. Und nach Angelines Geburt? Edwin blieb nach der Geburt stets zu Hause und ging seinen Pflichten als Vater nach. Und der Major? Er musste sich um sein eigenes Leben und seine eigenen Geschäfte kümmern. Doch wir blieben lange Zeit als Brieffreunde in Kontakt. Etwa zu der Zeit, als Edwin diese Welt verließ, hatte Felix den Entschluss gefasst, in diese Region zu ziehen. Die Madame hält sich recht knapp mit den Informationen, die sie mir bereitstellt, doch der Tod des Vicomtes scheint mit der Rückkehr des Majors zusammenzufallen. Für einen bloßen Zufall scheint diese Tatsache doch etwas zu weit hergeholt zu sein. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen zu einem Brief stellen, den ich im Studierzimmer des Majors gefunden habe. Ohne Frage hat er dort hunderte von Briefen aufbewahrt, von denen die meisten schon lange hätten im Müll landen sollen. Sie werden schon etwas genauer sein müssen. Ich rede von dem Brief, den er an Sie persönlich adressiert hat. Einen Brief von sehr romantischer Natur. Romantischer Natur? Ich bitte Sie, Detective. Felix hatte keinen Hauch von Romantik in sich. In seinem Brief machte er seine Absichten außerordentlich deutlich. Ich muss zugeben, dass auch ich überrascht davon war. Sie haben wirklich eine sehr wilde Fantasie, Detective. Oh oh. Wenn Sie den Brief auf so eine Weise interpretieren wollen, dann kann ich Sie nicht davon abhalten. Doch ich kann Ihnen versichern, dass der Major niemals auf so eine Weise über mich gedacht hat und erst recht keinen Brief mit solchen Gedanken geschrieben hat. Ich denke, das ist für den Moment alles. Merci, Madame. Ich glaube, die Reaktion jetzt eben war eindeutig. Der Mitchell kehrte nach dem Tod des Vicomte zurück. Warum würde er sich so verhalten? Schreitet ab, dass der Mitchell Gefühle für sie gehabt hat, jedoch
Doch sein Brief beweist das genaue Gegenteil. Theoretisch wäre das ja eine Möglichkeit. Kommt schon, meine kleinen Grauen. Ist es aber nicht. Cassandra hat den Major schon vor Angelines Geburt kennengelernt. Als Freund weit hinaus, als er zurückkehrt, um Cassandra Trost zu spenden. Warum würde er sich so verhalten? Tja, warum? Ordnung und Methode. Nein, diese warum Kombination nicht? Ist der also einzige nicht. Weg, um dieses Ja, wegen der Liebe. Gibt es da etwas, das ich auch nicht. Was denn da? Angeline Cassandra. Ähnlichkeit zwischen Angeline und ihrer Mutter ist sehr offensichtlich. Warum würde der Major ein solches Foto verstecken? Für sie gehabt hat, doch sein Brief beweist das Gegenteil. Okay. Was für eine Enthüllung. Es ist offensichtlich, dass der Major Zuneigung für Cassandra empfunden hat. Dies sollte niemanden überraschen. Das haben wir ja schon rausbekommen. Mit Cassandra sprechen. Okay, wir reden nochmal mit Cassandra, bevor wir rausgehen. Ist das wirklich notwendig? Ja, doch. Wenn Sie in dieser Annahme recht haben sollten und der Major tatsächlich keine romantische Gefühle für Sie empfunden hat, warum würde er dann ein Foto von Ihnen und Angeline versteckt in seinem Zimmer aufbewahren? Er mag in meinem Haus gewohnt haben, aber Felix war ein eigenständiger Erwachsener, Detective. Detective. Was er behalten, versteckt oder sonst irgendwie aufbewahrt hat, ging mich ganz sicher nichts an. Na, sie nicht. Aber er überraschte Sie denn gar nicht, dass er ein solches Foto aufbewahrt hat? Wir sind schon seit vielen Jahren befreundet und er kennt Angeline ebenfalls schon sehr lange. Ist es wirklich so seltsam für Sie, dass er ein Andenken an uns aufbewahren würde? Vielleicht sagt das mehr über Sie aus als über ihn, Detective. Detective. Was ich seltsam finde, ist die Tatsache, dass er seine Gefühle für Sie niemals zum Ausdruck gebracht hat, obwohl sie so offenkundig vorhanden waren. Falls dem wirklich so war, dann waren es unerwiderte Gefühle. Seit dem Tod meines Ehemanns habe ich nicht ein einziges Mal einen anderen in Betracht gezogen. Nicht, dass sie das irgendetwas angehen würde. Ich denke, das ist für den Moment alles. Merci, Madame. Detective. Okay, wir können jetzt weitergehen. Detective. Vielleicht ist es an der Zeit, erneut mit Mademoiselle Angeline zu sprechen. Sie sollte einige wertvolle Puzzleteile zu diesem Mysterium beisteuern können. Ja, zufälligerweise steht sie genau da. Haben wir die Bilder nicht schon mal angeguckt hier? Haben Sie schon Fortschritte in Bezug auf Felix' Verbindung zu den Briefen gemacht, Detective? Oh ja. Das habe ich, Mademoiselle. Ich kann Ihnen nun mit Gewissheit sagen, dass er nicht der Verfasser der Erpresserbriefe war. Der wahre Übeltäter ist also immer noch auf freiem Fuß? Ja. Ui, aber ich verspreche Ihnen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ich ihn gefasst habe. Die einzigen Briefe, die er dann noch schreiben wird, werden wohl aus dem Gefängnis abgeschickt werden. Ihre Selbstsicherheit ist sehr beruhigend. Vielen Dank, Detective. Ach du Gott, Ihre Bemerkung über die Gäste des Hauses hat mich die Nacht über beschäftigt. Während einer Durchsuchung des Lagerraums fand ich ein Buch, von dem ich annehme, dass es ein Geschenk des Majors an Sie gewesen ist. Beim Gespräch mit der Comtesse gestern ließ sie durchblicken, dass sie keine allzu gute Meinung vom Major hatte. Wenn Sie mir die dreiste Frage erlauben, würde ich gerne wissen, ob der Major etwas zum Haus beigetragen hat. Ja, das machen wir aber gleich. Was meinen Sie damit, Detective? Ich kann mir gut vorstellen, dass es äußerst kostspielig sein muss, ein Haus dieser Größe in einem tadellosen Zustand zu halten. Maman kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten des Hauses, doch ich glaube, dass sie ihn schon einige Male um einen Beitrag gebeten hat. Es steht mir nicht zu, mich dabei einzumischen.
Okay. Keine allzu gute Meinung vom Major. Sie lagen sich oft in den Haaren, wenn es um Maman ging. Beide haben stets ihr Bestes gegeben, um Maman zu beschützen. Doch miteinander ausgekommen sind sie leider nie. Sie hat sein Verlangen danach erwähnt, der, in ihren Worten, gesellschaftlichen Elite beizutreten. Das war sicherlich nicht das erste Mal, dass sie solche Bedenken zum Ausdruck gebracht hat. Sie glaubt, dass der Major den Namen unserer Familie lediglich als Trittstein verwendet hat, um es an die Spitze der Gesellschaft zu schaffen. Und Sie stimmen ihr da nicht zu? Ich kann nicht abstreiten, dass er Interesse an Mamans gesellschaftlichen Kreisen gezeigt hat. Aber sie waren schon miteinander befreundet, bevor ich überhaupt geboren war. Sie können doch wohl nicht wirklich glauben, dass er all diese langen Jahre der Freundschaft lediglich genutzt hat, um seine Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Mademoiselle Angeline scheint die Meinung der Comtesse über den Major offensichtlich nicht zu teilen. Vielleicht war es Eifersucht, die ihre skandalöse Theorie angetrieben hat. So, der Lagerraum, ne, mit dem Buch. Dieses Buch habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, es war ein Geschenk zu meinem 10. Geburtstag. Ich habe es unzählige Male von vorne bis hinten gelesen. Er hat auch eine so wunderbare Widmung hineingeschrieben. Es scheint eine Seite des Majors zu geben, die ich leider nie zu Gesicht bekommen habe. War es üblich, dass er Ihnen Geschenke dieser Art machte? Nicht üblich, aber wenn er lange Zeit fort gewesen war, brachte er mir normalerweise ein kleines Andenken von seinen Reisen mit. Es ist jedoch schon einige Zeit her, seit er so etwas das letzte Mal getan hatte. Die Spielzeuge, die ich bei dem Buch gefunden habe, waren also auch Geschenk des Majors? Ganz recht. Ich fürchte, dass sie im Lagerraum wohl Staub angesetzt haben, weil sie schon so lange nicht mehr benutzt worden sind. Es war schon immer mein Wunsch, sie eines Tages meinem eigenen Kind schenken zu können. Aber sowas macht doch nur jemand, der entweder glaubt oder sich sicher ist, dass es das eigene Kind ist oder sich in diese Rolle reinversetzt, oder? Es klingt ganz so, als hätte er sich immer sehr um sie gesorgt. Ja. Seine Anwesenheit im Haus spendete uns beiden Trost, nachdem Vater verstorben war. Auch wenn er unter Umständen etwas überfürsorglich werden konnte. Letzte Nacht haben Sie davon gesprochen, dass der Major Ihre Maman unterstützt hat. Ganz richtig. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war Felix schon immer bei uns. Ja, und das war unterstützend. Wie mir scheint, verfügt sie über eine Reihe von Unterstützungsnetzwerken. Der Major, ihre Freundschaft mit der Comtesse, ganz zu schweigen von Monsieur da Silva. Oder Patenonkel, ja. Maman hat viele Freunde. Ich weiß, wie sie auf die meisten Leute wirken kann. Aber wenn man ihre harte Schale einmal durchbrochen hat, dann... Dann? Muss man sich gleich einer weiteren Schale stellen? Ja. Oh, sehr gut, Detective. Verzeihung, Mademoiselle. Ich scherze lediglich. Aber nur lediglich. Das ist schon in Ordnung, Detective. Sie sind nicht der Erste, der sich ihrer rasiermesserscharfen Zunge stellen musste. Ihre Anwesenheit hier beruhigt sie, besonders unter diesen Umständen, auch wenn sie es vielleicht nicht offen zugeben will. Ich habe die Version der Madame, die Mademoiselle Angeline zu beschreiben scheint, bisher leider noch nicht kennenlernen dürfen. Hoffnung auf eine aufblühende Freundschaft zwischen uns sollte ich mir jedoch lieber keine machen. Ihre Bemerkung über die Gäste des Hauses hat mich die Nacht über beschäftigt. Das tut mir leid, Detective. Es war nicht meine Absicht, Sie damit wachzuhalten. Keine Entschuldigung nötig. Ihre Bemerkung ließ mich meine ganze Gedankenkette hinterfragen. Wäre es nicht möglich, dass Sie zusammengearbeitet haben, um den Mord des Majors zu planen, zu organisieren und durchzuführen, damit die Auflösung des Falls beinahe unmöglich werden würde? Hä? Meine Güte, Detective. Das ist eine gewagte Theorie. Jeder Gast scheint ein Motiv zu haben. So viel war sicher, nachdem sie den Streit zwischen dem Major und Mademoiselle Conrad erwähnt hatten. Wenn sie sich gegenseitig wasserdichte Alibis verschaffen würden, dann würde das ohne Frage selbst den größten Detective auf die falsche Fährte führen. Aber nicht Sie? Korrekt, Mademoiselle. Es braucht schon mehr, um Detective Poirot in seine Schranken zu weisen. Ich werde Sie nicht länger an Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle. Ich habe alles, was ich brauche, um Madame van den Bosch auf ihr Geheimnis anzusprechen. Okay.
vorjähriges Geburtstagsgeschenk. Ich hatte sicherlich nicht so viel Glück als Kind, aber ich hatte auch keinen Viscount zum Vater. Cassandra sagt, dass sie seit dem Tod des Viscounts keinen anderen Partner auch nur in Erwägung gezogen hat. Kann das wirklich die Wahrheit sein? Der Major hat das Haus finanziell nicht unterstützt. Es war Frau Weiß in der Bibliothek mit der WhatsApp. Cluedo. Die Madame hat den Major beherbergt. Ich muss eine andere Herangehensweise wählen, wenn ich die Wahrheit enthüllen will. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Empfindet keine romantischen... Das ist eine Schutzbehauptung. Vielleicht nicht mehr, das kann möglich sein, dass er eben halt nur noch im Haus ist wegen einer Sache. Geschenk zum 10. Geburtstag. Es passt zu einer jungen Dame wie ihr. Er hatte Gefühle dafür, ne? Ich darf mich keinen Impuls hingeben. Meine Handlungen mit... Keine Fragestellung. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert hier. Der Major hat seine Liebe für Cassandra gestanden. Der kehrte nach dem... Nee, er kehrte nicht... Hä? Ich kann einfach keine logischen Zusammenhänge... Hä? Ich hätte das nie... Na ja, okay. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. So sehr sie es auch bestreiten will, hat Cassandra die Gefühle des Majors doch in gewissem Maße erwidert, weil, ach so rum, sie sagt zwar, er hatte keine romantischen Gefühle, aber der Major hat da gewohnt, ohne was zu bezahlen. Okay, und dann haben wir das hier drüben. Warum würde er sich so verhalten? Er ging über seine Pflicht als Freund weit hinaus, als er zurückkehrte, um Cassandras Trost zu spenden, ne? Weil? Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Nach dem Tod des Viscounts hat der Major dessen Platz eingenommen und die Rolle der Vaterfigur für sie übernommen. Okay, wir müssen mit Cassandra sprechen und wir können jetzt das Geheimnis ansprechen. So, dazu müssen wir wieder nach oben. Gleich schmeißt du mich raus. Ist das wirklich notwendig? Ja, doch. Sie haben den Major viele Jahre lang beherbergt, obwohl er nur sehr wenig zum Haushalt beigesteuert hat. Sicherlich können Sie nicht glauben, dass sich bei so einer Beziehung von einer rein platonischen Freundschaft ausgehen würde. Es geht Sie nichts an, wen ich in mein Haus lasse und wen nicht. Ich muss mich nicht vor Ihnen rechtfertigen. Nö, muss sie ja nicht. Ich dachte nicht, dass Sie so viel Wert auf Wohltätigkeit legen. Ich hatte auch nicht erwartet, dass Sie viel Zeit mit Denken verbringen. Es gibt keinen Grund, sich weiter über dieses Thema zu unterhalten. Doch wie Sie sich sicher erinnern können, hatten wir in der Vergangenheit einige finanzielle Engpässe. Ja. Ich habe nun genügend Beweise, um Madame van den Bosch zu konfrontieren. Wenn ich meine Fragen stelle, sollte ich mir jedoch Gedanken über meine Herangehensweise machen. Sie wird sicherlich abwehrend reagieren, wenn ich sie zu einer Antwort dränge. Doch das könnte der einzige Weg zur Wahrheit sein. Es liegt nicht in der Natur der Madame, mir Informationen mit Leichtigkeit preiszugeben, die sie wohlbehütet wissen will. Andeutend, und doch haben sie Major eine Unterkunft bereitgestellt, ohne irgendeinen Beitrag seinerseits. Eindringlich. Warum verteilen diese Monsieur Hagens Namen derart eisern? Feuer frei. Er war ein Mann, der von niemandem beschützt werden musste. Detective. Detective. Besonders nicht von mir. Detective.
Das war auch mein Eindruck. Doch genau deshalb macht mich Ihre defensive Haltung erst recht stutzig. Ihre hartnäckigen Fragen über solch triviale Dinge gehen mir so langsam auf die Nerven. Es gilt, einen Mörder und einen Erpresser zu finden. Das ist Ihre Aufgabe hier. Ja, kämpferisch. Seine Liebeserklärung hat Ihnen also gar nichts bedeutet. Andeutend, den Worten im Brief des Majors nach zu urteilen, war dies nicht der einzige seiner Art, in dem er seine Liebe für Sie beteuert hat. Okay, kämpferisch. Ihre fortlaufenden Fragen zu etwas, was schlichtweg nicht existiert, ermüden mich zusehends. Wir haben es nicht geschafft gerade eben. Nichts von dem, was ich Ihnen sagen kann, wird das, nachdem Sie suchen, auf magische Weise erscheinen lassen, Detective. Detective. Ich bin dieser Unterhaltung müde geworden, Poirot. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Mist. Okay, direkt. Sie weigern sich ganz offenkundig, einen gewissen Aspekt Ihrer Beziehung genau zu erläutern. Die Liebesbriefe, die Unterkunft... Eindringlich. Ihr fortlaufender Widerwille beim Beantworten meiner Fragen sowie Ihre abwehrende Haltung deuten darauf hin, dass tatsächlich ein gegenseitiges Gefühl der Liebe zwischen ihnen bestanden hat. Direkt volle Pulle rein. Ich habe es Ihnen bereits erklärt. Doch nicht. Sie stellen meine Geduld Mist. Auf eine harte Probe. Nein. Sie verbergen weiterhin die Wahrheit vor mir, Madame. Und Sie gehen mir weiterhin auf die Nerven. Ich bin nicht dazu verpflichtet, Ihnen von jedem kleinen Detail meines Privatlebens zu berichten. Aber wenn so ein Detail meine Untersuchung behindert. Glauben Sie, was Sie wollen. Ganz augenscheinlich haben Sie keine Ahnung, wovon Sie da sprechen. Mist. Mein Privatleben hat mit dieser Untersuchung absolut nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen anders sagen soll. Ups. Halten Sie Ihre Nase aus meinen Privatangelegenheiten raus. Ups. Können wir wieder von vorne anfangen? Es geht Sie nichts an, wen ich in mein Haus lasse und wen nicht. Ich muss mich nicht vor Ihnen rechtfertigen. Okay. Ich dachte nicht, dass Sie so viel Wert auf Volt... Genau. Ich hatte auch nicht erwartet, dass Sie viel Zeit mit denken. Okay, ich habe nun genügend Beweise. Genau, eindringlich, das hat funktioniert. Das entscheidet ja wohl genau. So. Er war ein Mann, der von niemandem beschützt werden musste, Detective. Detective. Besonders nicht von mir. Das war auch mein Eindruck. Doch genau deshalb macht mich Ihre defensive Haltung erst recht stutzig. Ihre hartnäckigen... So, okay, warte mal, kämpferisch. Wir machen jetzt mal andeutend. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Es gab keine romantischen Gefühle zwischen uns. Ja, das zuzugeben ist aber wahrscheinlich standesgemäß nicht legitim, ne? Ich bin dieser Unterhaltung müde geworden, Poirot. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. So, wir haben jetzt alles aufgeschlüsselt. Sie verbergen weiterhin die Wahrheit vor mir, Madame. Und Sie gehen mir weiterhin auf die Nerven. Ich bin nicht dazu verpflichtet, Ihnen von jedem kleinen Detail meines Privatlebens zu berichten. Aber wenn so ein Detail meine Untersuchung behindert... Wenn Sie doch nur genauso viel Elan in Ihre Suche nach dem Erpresser stecken würden, dann... Okay, es ändert sich gerade. Madame. Na schön. Ich habe Sie über unser Treffen nicht angelogen. Es war während einer Veranstaltung, auf der Geld gesammelt werden sollte für... Oh, für was auch immer. Okay. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause gewesen und vermisste England wirklich bitterlich. Mir war bewusst, dass Felix ebenfalls eingeladen worden war. Oder besser gesagt, dass man einige britische Offiziere zur Feier eingeladen hatte. Und genau dort nahm unsere Freundschaft dann ihren Anfang. Okay. Ja, aber es ist ja nicht standesgemäß gewesen, Wolli. Er war ja nicht gleichen Standes. Das wäre auch für den Namen Van den Bosch wahrscheinlich nicht förderlich gewesen. Er war eine willkommene Erinnerung an Zuhause. Und meine Unterhaltungen mit ihm bereiteten mir große Freude. Zusammen unternahmen wir lange Spaziergänge und lasen viele Bücher. Wie ich bereits sagte, er war eine gern gesehene Ablenkung von den vielen Tagen, die ich allein verbringen musste. Und sie teilten mehr als nur die Spaziergänge und Bücher. Ich werde nicht noch weiter ins Detail gehen. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass es niemals meine Absicht gewesen war, mich untreu gegenüber meinem Ehemann zu verhalten.
Es war nie unser Plan gewesen, so weit zu gehen. Sobald mir klar wurde, dass ich schwanger war, wusste ich, dass es aufhören musste. Okay, es war nie ihre Absicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das sind Dinge, das ist halt das Leben. Es passiert. Man kann nichts absichern, sicherstellen, wie auch immer. Und meine Vermutung, er ist der Vater. Deswegen hat er, als der Viscount weg war, die Vaterrolle eingenommen. Und deswegen, sie hatten ein Tete-a-Tete, aber es war dann nachher, kommt immer drauf an, wie man es sieht, war ein bisschen abgekühlt. Aber dadurch, dass er der Vater der Tochter war, war er letztendlich mehr oder weniger verpflichtet, der Tochter auch dann ein Vater zu sein. Und deswegen war er in dem Haus. Und deswegen hat er so eine gute Beziehung zu Angeline gehabt. Der Vicomte hat die Umstände hinter Mademoiselle Angelines Geburt nie hinterfragt? Seiner Meinung nach gab es dafür nie einen Grund. Und er hätte es auch nie tun sollen. Es war mein Fehler und ich musste die Schuld dafür tragen. Falls er je die Wahrheit erfahren hätte, wären unsere Leben ruiniert gewesen. Ich gab Felix zu verstehen, dass er sich fern von uns halten sollte. Doch er ließ sich nicht beirren. Schon bald wurde er für Angeline zu einer Art Onkel. Und nach Edwins Tod kamen die beiden sich nur noch näher. Mhm. Ich konnte es nicht über mich bringen, ihr die Wahrheit zu erzählen. Zu viel Zeit war bereits vergangen. Das Geheimnis ist seitdem stets zwischen ihm und mir geblieben. Bis jetzt. Und wie hat der Major diese Angelegenheit gesehen? Wollte er die Wahrheit enthüllen? Er wollte es natürlich allen erzählen. Er wollte, dass sie genau wusste, wer er wirklich war. Aber ich hielt ihn stets davon ab. Es wäre nicht die ergreifende Wiedervereinigung geworden, die er sich in seinem Kopf ausgemalt hatte. Sie würde es niemals verstehen. Kann ich davon ausgehen, dass es dieses Geheimnis war, was für die Erpressung als Druckmittel eingesetzt worden ist? Erzählen Sie mir erstmal die Briefe. Nachdem gestern alle zu Bett gegangen waren, versuchte ich, sie aus dem Tresor zu holen. Doch als ich ihn öffnete, waren sie nirgends zu finden. Ich nahm an, dass er sie wohl an einem anderen Ort versteckt haben musste. Also hat sie den geöffnet, den Tresor? Als ich das Studierzimmer heute Morgen betrat, waren sie so sichtbar wie ein Fahndungsposter an der Wand einer Polizeiwache. Ich würde es vorziehen, wenn Sie die Briefe nicht mit dem Gesicht eines gesuchten Verbrechers vergleichen würden. Pardon, Madame. Aber das bedeutet dann also, dass jemand anderes im Haus sie gesehen haben muss. Ich verstehe nicht ganz. Warum sollte diese Person sie dann zurückbringen? Weil es die eigene Tochter ist. Ein Mysterium, das noch gelüftet werden muss. Jemand war schneller am Tresor als die Madame. Wie mir scheint, muss sich wohl ein Dieb zur Liste der Kriminellen in diesen Mauern hinzufügen. Aber ein Dieb, der seine Beute kurz darauf zurückbringt. Kann ich davon ausgehen, dass es dieses Geheimnis war, was für die Erpressung als Druckmittel eingesetzt worden ist? Das nehme ich an. Doch ich kann Ihnen versprechen, dass ich keiner Menschenseele davon erzählt habe. Und der Major? Felix hat mir geschworen, dass er stillschweigen würde. Und ich habe ihm geglaubt. Auch wenn er es sicherlich nur zu gern der ganzen Welt mitgeteilt hätte. Falls der Major sich in all den Jahren auch nur einmal versprochen hat, vielleicht unter dem Einfluss von Alkohol, dann wäre das ein Geheimnis, aus dem sicherlich viele Leute einen Vorteil für sich ziehen würden. Sie dachten, dass niemand davon wissen konnte und haben sich deshalb dazu entschlossen, den Erpresserbrief zu ignorieren? Wenn man sich solchen Verbrechern einmal beugt, dann kommen sie lediglich wieder, um mehr von einem zu verlangen. Ist meistens so.